Mein Roman Drei Tage im August setzt ein an einem Sommermorgen im August 1936. Und er spielt in einer kleinen Schokolaterie, die es bis heute in Berlin gibt, nämlich die Pralinenmanufaktur Savade. Das war eine der ältesten Pralinenmanufakturen in der Stadt. Seit 1880 gibt es diesen Laden. Heute gibt es den nicht mehr unter den Linden, das war nur eine Filiale, die erste Filiale. Und an diesem Ort der Schönheit, des Verwöhnens, der Sehnsucht nach Schokolade und Leckereien treffen sich meine Figuren, die in dieser Nachbarschaft leben. Und ja, es ist sozusagen ein bisschen wie das Herz der Straße, obwohl dieser Laden winzig klein war. Aber trotzdem verspricht er ganz viel für die Passantinnen und Passanten, die dort vorbeilaufen und eben auch manchmal durch die Tür mit dem klingelnden Glöckchen eintreten. Die Figuren in meinem Roman sind eigentlich alle ein bisschen besonders. Keiner oder keine entspricht so der absoluten Norm. Sie haben alle ein Päckchen zu tragen aus der Vergangenheit. Es sind jüdische Figuren, es sind Frauen, vor allem eine Frau, Elfi, die Protagonistin des Romans, die in ihrer Kindheit Schweres erlebt hat und das bis heute mit sich herumträgt. Es sind also gebrochene Figuren und doch sind sie aber nicht zerstört. Und das war mir unheimlich wichtig. Sie finden ihren Weg, sie bewältigen ihr Leben und sie trotzen den Umständen in diesem Jahr 1936, wo ja der Nationalsozialismus die Stadt schon in seinen Fängen hat. Und dennoch gehen sie damit um, finden für sich kleine Glücksmomente im großen Chaos und halten zusammen in dieser Nachbarschaft unter den Linden. Erstmal liebe ich die Stimmung im August in Berlin. Der August in Berlin hat immer so ein ganz besonderes Flair, so eine ganz besondere Atmosphäre von Abschied, von so Süße, die sich neigt und schon so ein bisschen Bitterkeit des Herbstes mit sich bringt. Und der August 1936 ist natürlich ein ganz besonderer Moment. Die Nationalsozialisten sind an der Macht, aber die Olympiade findet im August 1936 in Berlin statt. Und es wird nochmal so eine Scheinwelt eigentlich produziert. Die Nationalsozialisten zeigen sich vermeintlich weltoffen und bauen sozusagen Kulissen auf für die Touristinnen, die noch einmal nach Berlin kommen. Aber wir wissen natürlich, dass es das letzte Guckfenster auf eine freiheitlichere Gesellschaft war und dann ab 36 natürlich die Diktatur voll zuschlägt. Also ich erzähle eigentlich in diesem Roman Drei Tage im August eine Geschichte der Sehnsucht. Alle meine Figuren sehnen sich nach etwas, was sie zusammenhält, was sie im Innersten bewegt und trägt durch diese schwere Zeit. Ich habe Figuren, die flüchten müssen. Ich habe Figuren, die Angst haben vor dem Nazi-Terror, der sie immer mehr umzingelt. Und dennoch finden sie alle in der Schönheit für sich eine Rettung, einen Rettungsmoment. Ob das die Musik ist oder ob das die Literatur ist, eine Figur ist ein Buchhändler. Und vor allem natürlich, ob es die Pralinen sind, die in der Schokolaterie Savade unter den Linden weiterhin verkauft werden. Diese perfekten kleinen Kreationen aus schmelzender Schokolade und Zucker, die so ein kleines Versprechen sind darin, dass die Welt doch noch etwas bereithält für meine Figuren, auch wenn es düster am Horizont aussieht. Ja,
dieser Roman Drei Tage im August ist ein bisschen anders als die Bücher, die ich bisher geschrieben habe. Er hat einen, glaube ich, anderen Erzählton gefunden. Ich erzähle sehr im Moment, sehr szenisch, fast filmisch hatte ich zwischendurch beim Schreiben das Gefühl. Ich wollte diese drei Tage in einer Art Momentaufnahme zeigen, wollte diese Nachbarschaft, diese sehr heterogene Nachbarschaft unter den Linden, für die Leserinnen und Leser ganz hautnah erlebbar machen. Und es hat für mich auch noch einen etwas poetischeren Ton als vielleicht die Romane, die ich vor allem um das Fräulein Gold geschrieben habe. Denn das Schöne, worum es in diesem Roman geht, das wollte ich auch versuchen, in der Sprache abzubilden.